Hey Leute, Kurotoki wieder am Start. Und ja, ich meine, wer das vorherige Video gesehen hat, da wurde alles zum Super Saiyan 4 Goku erklärt. Und jetzt denke ich mal, wäre Super Saiyan 4 Vegeta dran. Schauen wir uns erstmal das Video an, welches zu Super Saiyan 4 Vegeta veröffentlicht wurde. Also, hier wären wir wieder auf der offiziellen Twitter-Seite von Dragon Ball Legends. Und auf den Text über dem Video werde ich jetzt überhaupt nicht achten, weil wir so oder so zum Super Saiyan 4 Vegeta eh schon alles bekommen haben. Also seine Fähigkeiten, seine Buffs und so weiter. Darauf gehe ich später noch einmal ein. Also, gönnen wir uns erst jetzt mal das Video. Okay, schauen wir mal. Ja, okay, ich denke, es ist auch die grüne Karte. Schaut auch geil aus. Allein die Aura, die sie die ganze Zeit haben, schaut so nice aus einfach. Okay, schauen wir mal, was sie können mit der grünen und blauen. Das finde ich am meisten interessant. Das schaut schon mal ziemlich geil aus, um ehrlich zu sein. Das gefällt mir. Okay, ja, grün ist wieder das gleiche, passt. Jetzt die Ultimate. Oha. Also, ich muss zugeben, das schaut schon besser aus als beim Goku. Also ganz ehrlich, die Ultimate von Vegeta gefällt mir echt um einiges mehr als die vom Goku. Die vom Goku ist extrem simpel gemacht, aber bei Vegeta nochmal ein paar schöne extra Animationen eingebaut. Nicht schlecht, nicht schlecht. Schaut schon mal echt geil aus. Okay, dann würde ich sagen, schauen wir uns jetzt mal die ganzen Buffs und so weiter an, was dieser Vegeta so drauf hat. Hier haben wir sein erstes Bild. Das ist die Hauptfähigkeit, beziehungsweise Main Ability. Also, wenn er sie aktiviert, bekommt er erstens, er kriegt seine Ultimate auf die Hand. Ja, okay, ist schon klar. 25% Damage. Ah, okay, das ist interessant. 25% Damage, wie gibt er jeden 20 Sekunden lang? Das ist schon mal geil. 30% Special Move haben wir hier und 30% Damage nochmal für die Ultimate. Also ganz ehrlich, ja, bevor ich irgendwas dazu sage, man sieht doch, Vegeta und Goku zusammen sind schon mal viel zu krass. Allein mit dieser Kombination kann Goku jetzt statt 140% Damage für seine Ultimate 170% erreichen. Es reicht doch langsam, es reicht. Es muss nicht alles geone-shotted werden, aber schauen wir mal weiter. Schauen wir jetzt mal weiter. Okay. Gehen wir erstmal auf seine Z-Ability ein. Z-Ability ist so wie bei Goku am Anfang nur für GT und ab 3 Sternen GT und Vegeta-Familie dieses Mal. Okay, schauen wir weiter. Die einzigartige Fähigkeit, der ultimative Super Saiyan. Schauen wir, was das so kann. Wir können schon lesen, dass da steht, wenn er aufs Feld kommt, aktiviert sich das. Und jetzt schauen wir gleich, was gemeint ist. Also, es ist gemeint, dass er jedes Mal, wenn er aufs Feld kommt, 20 Sekunden lang 40% Damage Buff bekommt und 40% Blast Damage noch einmal bekommt, auch für 20 Sekunden. Plus, er bekommt jedes Mal auch 30 Ki dazu. Also, okay, Kampfeintritt, Vegeta macht schon mal 80% Blast Damage und 40% allgemeinen Damage, kann man so sagen. Dann gehen wir auf mal seine zweite einzigartige Fähigkeit ein. Okay, ich muss schon sagen, seine zweite einzigartige Fähigkeit ist ehrlich gesagt auch ziemlich krass. Erstens, er hat jedes Mal eine erhöhte Card Draw Speed. Bedeutet, dieser Vegeta wird auf jeden Fall heftige Kombos raushauen. Nicht schlecht. Plus seine Blast Cards kosten schon mal 5 weniger. Also, er kommt aufs Feld, kriegt 30 Ki zurück. Er hat eine erhöhte Card Draw Speed und die Blast Attacks kosten 5 Ki weniger. Und wenn der Gegner einen Charakter auswechselt, während dieser Vegeta noch auf dem Feld ist, kriegt er direkt 30% Damage für die nächste Karte, die eingesetzt wird. Theoretisch könnte man es auch so sagen, wenn ein gegnerischer Held kurz vorm Sterben ist und Vegeta macht extra die Ultimate und er wechselt dann noch einmal jemanden ein, kriegt er 30% sogar von dem noch einmal dazu. Hat schon was, muss ich zugeben, hat schon was. Jetzt haben wir schon mal die Fähigkeitenseite durch. Schauen wir jetzt mal auf die anderen Karten. Okay, hier haben wir jetzt einmal die grüne Karte und einmal die Ultimate. Gehen wir erstmal auf die grüne Karte ein. Ist so ähnlich wie Goku seine. Nur statt Strike Damage kriegt er Blast Damage, was eigentlich hier logisch ist. Aber auch für 30 Sekunden plus. Diese Fähigkeit ist jetzt 1:1 so wie bei Goku. Er heilt einfach alle negativen Buffs, die auf ihn wirken. Alles weg einfach direkt. Ja, und die Ultimate ist auch eigentlich ein bisschen ähnlich so wie Goku seine. Er bekommt zwar keinen extra Damage Buff, also keinen Ultimate Damage Buff, aber er ignoriert auch gegnerische Damage Reduction, was ziemlich heftig ist. Plus, er hat eine Chance von 30% jemanden zu feinten. Somit ist es schwer zu sagen, welche Ultimate besser ist. Wenn der Feint trifft, ist auf jeden Fall Vegeta seine besser. Wenn er nicht trifft, würde ich dann schon sagen, dass Goku seine besser wäre. Also, das wäre dann alles zu dem Vegeta und im Großen und Ganzen ist er eigentlich auch ziemlich krass. Aber ich denke einmal, dass ich Goku vorne sehe. Somit kann man sagen, Vegeta ist am Anfang stärker als Goku, aber je mehr Zeit vergeht, desto stärker wird dann Goku.
Deshalb will ich jetzt nicht verallgemeinern und sagen, Goku ist stärker als Vegeta. Ist nicht so. Early Game ist Vegeta besser, später wird Goku besser, kann man ungefähr so sagen. Wenn es nur um den Damage Output geht, logischerweise. Also Leute, was sagt ihr? Wollt ihr eher den Goku oder eher den Vegeta haben? Was ist eure Meinung dazu? Weil von meiner Seite aus wäre es das jetzt gewesen. Den letzten, den wir noch übrig haben, wäre Baby Vegeta und dazu kommt jetzt auch noch ein Video. Also Leute, dann hoffe, wir sehen uns beim nächsten Stream oder beim nächsten YouTube-Video wieder. Und ciao!